Ja, ich bin zurück. Und nun ist es Zeit, Leute, für The Big One. Geschätzt. Ja. Wir reisen zum Nebelvulkan. Es ist soweit. Packen wir es an. Und das ist. Willkommen, ich warte schon auf euch. Oh je, wir werden sogar schon erwartet. Ja, und dieser Nebelvulkan ist voll mit diesen Xenos-Kreaturen, die ich vor langer Zeit, ja, vor gar nicht allzu langer Zeit mal gefürchtet habe. Mit diesen Krähenfüßen. Ja, und wenn man eigentlich nicht die Rüstung hat, die ich jetzt gerade gekauft habe, dann sollte man sich ja eigentlich nicht blicken lassen. Sei denn, glaube ich, man hat Level 99 oder so. Denn die Gegner hier, die sind wirklich hart. Und ich habe heute noch Respekt vor diesem Dungeon. Denn er ist nicht gerade kurz und erst recht nicht gerade einfach, denn ihr seht es jetzt schon, mit so einer Krähenfußattacke verliere ich schon ja, um die 60 bis 80 Kraftpunkte. Und das ist nicht gerade ein Pappenstiel, Freunde der Sonne. Ja, neue Pilzköpfe. Die nennen sich aber natürlich nicht so. Ja, wie nennt man sich denn? Ich glaube Sporenköpfe, oder? Ja, Sporenkopf. Und halten viel aus. Bis sie da mal erledigt sind. Schöne Musik oder so. Ah, ja, altschläfend. Aber ich finde sie schön. Es passt so zu dieser Stimmung hier. So der heilige Ort, den nie jemand betreten kann und dann diese. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Kirchenmusik. Gut, dazu fehlt die Orgel, aber egal. Hat irgendwie halt was. So vom heiligen Ort. Und damit ist auch gut. Ja, ich hatte es bereits gesagt in einer der letzten Folgen, denn dies ist der Dungeon mit den meisten Bossgegnern. Also man muss ja dann dazu sagen, ich trenne diese unterirdische Stadt und den Baumpalast voneinander ab. Das sind für mich zwei verschiedene Dungeons. Auch wenn sie beide auf der Dracheninsel liegen. Aber okay. Ich glaube, bis zum ersten Boss dürfte es nicht mehr allzu weit sein. Abwehr ist gefallen. Das ist tödlich.
Ja, okay, diese Kröten hier und die Sprungköpfe sind eigentlich noch recht human. Also Krähenfüße sind, glaube ich, mit den Xenos die gefährlichsten Gegner. Die Krähenfüße haben eine ziemlich hohe Stärke, also so ein Angriff von denen, der hat es echt in sich. Besonders wenn man dann mal das Pech hat und so einen kritischen Treffer einsteckt. Ja, ich trete hier irgendwie so ein bisschen auf der Stelle. Eine Truhe. Was haben wir denn hier Schönes? Honig, hey, spitzenmäßig. Kommt noch so ein Krähenfuß angedackelt. Okay. Ich bin irgendwo falsch abgebogen. Scheißdreck. Ich bin ja jetzt fast schon wieder am Anfang. Autsch. Boah, das hat gesessen. Also hatte Christy gerade noch volle Energie? Wenn ja, dann war das echt ein Volltreffer. Hier noch eine Abzweigung war oder ob das hier schon wieder der Startbildschirm ist. Ich glaube es fast. Ich habe das Kunststück vollbracht, wieder zum Anfang zurückzugehen, aber. Ja. Hier war nämlich noch eine Abzweigung. Gerade natürlich auch schon gesehen habe, weil meinem Adlerauge entgeht ja nichts. Fast nichts. So ziemlich alles. Dann gehen wir jetzt hier lang und halten uns dann mal weiter links. Zwei Pilze, ein Gedanke. Okay, jetzt hör doch mal auf mit diesem komischen Breakdance oder was ihr da machen wollt. Sonst packe ich euch gleich in die Champignon-Pfanne. Ja, das war doch mal ausgezeichnet. Ja. Ach ja, das war ein guter Start, den ich hier hingelegt habe. Aber er hat mir auch ein paar Level eingebracht. Und ich nehme es glaube ich schon mal vorweg, was ich in Kürze machen werde. Nämlich, nachdem ich den ersten Endboss besiegt habe, also hängt davon ab, wenn ich einen brauchbaren Orb kriege, dann werde ich den Nebovulkan nochmal verlassen und zum Berti gehen, aber das werde ich nicht mit aufzeichnen. Also für euch geht es dann in der nächsten Episode genau an der Stelle weiter bei dem Boss, wo wir dann aufhören werden. Also in der nächsten, den Boss werde ich auch erst in der nächsten Episode dann zu Gesicht bekommen, denn langsam aber sicher läuft die Zeit davon, aber das nur schon mal vorneweg. Weißt du Bescheid, ne? Also seid dabei und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.